Ich würde schon sagen, dass uns das Thema interessanterweise näher an die Organisation gebracht haben, ja, weil es ist bei uns so, also jetzt vom HR-Bereich, also viele sind ja wirklich im HR-Business-Partner-Modell aufgestellt, sind wir nicht. Wir haben natürlich im Corporate-HR-Bereich, wir haben in jedem Werk natürlich einen HR-Manager und sein Team, die das Werk betreuen. Wir haben aber keine klassische HR-Business-Partner-Organisation. Und ich glaube, uns als Personalentwicklung hat es extremst geholfen. Wir sind ja jetzt wirklich im monatlichen Austausch mit jedem Fachbereich. Ja? Die fragen uns natürlich auch ganz andere Fragen. Es geht gar nicht immer nur um das Thema, über das wir reden. Dann kommt dann auch immer so, ja, wir müssen über die Job-Descriptions reden und das machen. Und dann können wir aber zumindest sagen, ja, okay, das ist gerade euer Bedarf. Wir leiten euch da mal eine passende HR-Arbeiter. Aber wir kriegen einfach mehr mit. Wir kriegen viel mit, wir sind dran, wo der Fachbereich gerade steht, auch gerade im Sinne dieser sich global aufstellen. Wir kriegen mit, wo es auch kracht. Und um nochmal auf den Punkt von eben zu kommen, weil du ja meintest, ja, sonst ist alles gut bei uns. Also der Weg war hart. Es ist nicht so, als wäre das einfach nur einfach gewesen. Ja, wir müssen nach wie vor viel Überzeugungsarbeit leisten. Aber ich sage immer für mein Team und ich bin sehr froh, Mary und Vimala dazu haben. Ich glaube, wir drei, wir werden da auch nicht müde. Ja, also und das darf man in der Personalentwicklung generell nicht werden, weil natürlich wird oft die Augen gedreht und als erstes müssen die Teile produziert werden. Das ist jetzt mal das Wichtigste für unser Unternehmen. Aber dass die Komponente Mensch, ja, hinter der Maschine steht nach wie vor und dass das Unternehmen treibt, also man darf da, glaube ich, ja, man darf da all den Frust, den man auch erlebt, ja, nicht müde werden, da auch positive Haltung zu haben. Und dann funktioniert das auch. Ne? Das heißt, uns hat es näher an die Organisation gebracht.